Moins und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Alien Isolation. Oh Gott. Ja, lauf in die Richtung, genau. Lauf in die Richtung. Oh, das wäre jetzt wieder so ein Moment, wo ich eigentlich den Schrank verlassen müsste und da links durch die Tür müsste. Aber das... Nee, jetzt kommt es zurück. Das wäre jetzt ganz schlecht, eigentlich. Wie so... Wie sich so auf spitzen Zehen so schleicht. Das ist witzig, sieht das aus. Oh Gott. Das sieht nicht so witzig aus, wenn es direkt auf mich zukommt. Mann, jetzt verpiss dich doch mal in irgendeinen Schacht und mach Schicht. Das ist echt assi, wenn Hans Rüdi so auf einen zugelaufen kommt. Das ist jetzt der Moment. Raus, komm schnell. Beeile sie sich. Schnell da rein. Rechts von mir ist es. Aha, aha, aha. Es kommt jetzt hier rein, ne? Bestimmt kommt es hier rein, ja. Ha, ist das fies. Jetzt muss ich aufpassen. Oh oh. Oh, ist das ultra mies, ey. Ich muss jetzt gleich aufpassen, dass ich schnell genug die Maustaste drücke zum Luftanhalten. Das Spiel sagt mir das hoffentlich, wenn es soweit ist. Ey, nee, das geht jetzt nicht in den Schacht da rein, oder? Es ist hier in die Richtung gelaufen, in die ich auch hin muss, ey. Oh, kann das nicht mal irgendwie weg einfach gehen? Einfach weg in irgendeine andere Richtung, nur nicht in diese. Mann, ihr merkt schon, das wird, wenn wir in diesem Tempo weitermachen, dann dauert das hier Millionen Jahre. Piep. Es steht im Speicherraum. Ich habe da einen ganz leichten Punkt habe ich auf dem Radar gesehen. Es steht im Speicherraum. Hans Rüdi steht im Speicherraum drin, ey. Es gibt einen ganz schwachen Ping. Genau. Guckt euch das kleine Mistvieh an, ey. Das kleine Aas. Na? Was macht es jetzt? Was? Hä? Hä? Ist es hinter mir schon wieder? Ja, wie ist es denn da jetzt so schnell im Dreieck gehüpft, ey? Kann mir das mal einer erklären? Boah, ist das scheiße ohne Waffen, ey. Ich meine, gut, ich habe einen Revolver, der bringt wahrscheinlich gar nichts. Ich habe ja schon Leute auf das Alien schießen sehen und das hat ja bei denen auch nichts gebracht, insofern. Das ist jetzt wieder so ein Moment, wo ich den Spind verlassen müsste und einfach drauf los. Und wie sie sehen, sehen sie nichts. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin so jemand, wenn irgendwie irgendwas passieren würde, irgendwas ganz Schlimmes, ja irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, ein Unfall oder so. Ich glaube, ich wäre einer von den Leuten, die einfach nur angewurzelt stehen bleiben würden. Ich würde, glaube ich, auf der Stelle einfrieren, weil ich nicht wüsste, wo ich zuerst hin muss. Und was ich zuerst tun muss. Weil so in meinem Kopf der Stress mich komplett lähmt in dem Moment. Das ist so mein Fazit, was ich so ziehe aus solchen Spielen immer so. Weil ich hocke ja dann immer eher im Schrank, als dass ich drauf losstürze. Und so eine Extremsituation in der Realität ist ja im Prinzip nichts anderes als eine total krasse Übersteigerung von der Situation, wie man sie hier im Spiel hat. Jetzt ist das Alien gar nicht mehr zu sehen und gar nicht mehr zu hören. Das ist auch interessant irgendwie. Es ist wieder so ein Moment, wo ich jetzt zu lange im Spind sitze. Ich weiß das. Ich weiß das alles, ja. Mir ist das alles bewusst. Die Frage ist nur, was kann man dagegen tun? Gott, ey, wenn ich doch nur schon da wäre. Oh Gott.
Oh, das ist so ein scheiß weiter Weg dahin zurück. So beschissen. Also erstmal dahin. Dann dahin speichern und dann darum und dann bin ich ja, dann habe ich es ja geschafft. So weit ist das doch eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich, ist das gar nicht so schlimm. Das sieht alles nur so schlimm aus irgendwie. Wie war das eigentlich? Kann man da durch? Nee, ne, da kann man gar nicht durch. Sonst hätte ich nämlich gesagt, man könnte ja theoretisch auch mal versuchen, hier lang und dann vielleicht da lang irgendwie. Okay, wir machen jetzt einen Deal, ja? Ich warte jetzt noch, bis das Alien noch einmal auf dem Radar auftaucht und wieder weggeht und dann gehe ich los. Versprochen, ja? Ich verspreche es hoch und heilig. Ich meine, ich könnte auch drauf pfeifen und einfach sofort losgehen. Ach, ich weiß nicht, irgendwie. Diese Spind-Scheiße immer, das ist, glaube ich, gar nicht so gut, wenn man sich im Spind versteckt. Ich muss mich, glaube ich, echt woanders verstecken. Mehr so unter Betten und unter, ach, keine Ahnung, unter Tischen, wo ich das Alien auch gleichzeitig im Blick habe. Und dann immer gleich loslaufen, wenn ich sehe, dass es wegläuft. Das ist, glaube ich, besser, als hier rumzuhocken. Das ist aber auch geil gemacht, dass es jetzt gar nicht mehr auftaucht. Ja, das ist auch irgendwie so geil, weil man jetzt fragt man sich, was macht es? Ja, was denkt es jetzt? Wartet es jetzt irgendwo, bis ich rauskomme und kommt dann? Ja? Oder ist es jetzt einfach nur total random, dass es halt jetzt zufällig gerade total lange dauert, bis es kommt? Also irgendwie, man unterstellt ihm irgendwie immer, dass es intelligenter ist, als es vielleicht ist. Ja, weil wie sollte es denn jetzt erkennen, dass ich im Spind sitze und drauf lauern, dass ich rauskomme. Aber anscheinend tut es das ja, weil es bewegt sich ja gerade gar nichts. Das ist so mistig, ey. Das wartet echt, bis ich rauskomme. Kann alles nicht wahr sein. Ich meine, ich könnte jetzt echt versuchen, ganz schnell durch den Schacht und zum Speicherpunkt zu kommen. Der Speicherpunkt ist echt wichtig, weil ich habe jetzt diese scheiß Schlüsselkarte aufgesammelt. Ich muss das jetzt speichern eigentlich. Ich habe keine Lust, die scheiß Schlüsselkarte nochmal aufzusammeln. Ich gehe jetzt einfach los. Wenn das jetzt in dem scheiß Schacht drin rum. Geh rein schnell. Speichern. Schnell. Schnell. Ja. Ho. Mann, war das jetzt zu schwer? Halten wir mal schnell und verstecken uns. Wie war das? Ich hangle mich von Spind zu Spind. Ja. Und wer jetzt denkt, der spinnt, der hat absolut recht. Um den Witz nochmal zu bringen. Ich weiß, er wird nicht besser. Er wird nicht besser, wenn ich ihn wiederhole. Ah ja, da ist es, links von mir. Hinter mir? Hä? Ach so, in dem Raum hinter mir. Okay. Ja, da muss man auch so ein bisschen das im Kopf behalten, wo das Alien eigentlich langlaufen kann, ne? Wo es gerade stehen kann, wenn es auf dem Bewegungsmelder in einer bestimmten Position ist. Und jetzt gerade. Das wäre ja so krass, wenn es durch die Wand durchbrechen könnte und einen durch die Wand killen könnte, ja, so Terminator-mäßig. Aber das wäre ganz schön anal. Das ist links. Hinter mir. Ich muss echt warten, bis das Signal weg ist und wieder da ist. Ach, ohne Witz, ich glaube, das ist echt scheiße, wenn ich hier im Spind rumhocke.
Auch für euch eigentlich ja auch, weil ihr wollt ja auch nicht sehen, wie ich nur die ganze Zeit im Spind hock. Ihr wollt ja eigentlich die Action sehen. Die geile, die fiese. Das sagt sich immer alles so leicht. Ich glaube, ich muss mich einfach nur ein bisschen mehr noch an diese Situation gewöhnen, dass ich ja mit dem Alien hier so gerade eine schöne Zeit habe. Mit Hans Rüdi. Was macht Hans Rüdi denn schon wieder? Warum steht's denn da jetzt wieder rum die ganze Zeit? Es ist vor der Scheißtür, oder? Läuft da vor dem Raum rum. Was müssen wir denn jetzt eigentlich nochmal... Genau, wir müssen hier hin. Oh, shit. Ja, wie gesagt, im Prinzip ist das eigentlich... Vom Prinzip her ist das eigentlich easy. Man muss einfach nur warten, so wie jetzt, wenn es da in die Richtung läuft und dann einfach los und da lang und dann einfach durch die Mitte, ab durch die Mitte hier. Das sagt sich mal alles so leicht. Ja, und im Prinzip ist es das ja auch. Es ist eigentlich gar nicht kompliziert, aber das ist so... Diese Umstände erschweren das alles so ein bisschen. Das ist schon wieder so ein Moment, wo ich eigentlich jetzt direkt raus müsste und einfach Gib ihm machen müsste. Mach ich jetzt auch. Weil ich meine, ich habe ja gespeichert gerade. Was kann ich schon von... Das ist eigentlich gar nicht schlecht, oder? Wenn es da hinten rumläuft? Oh oh. Wie jetzt? Oh oh. Ah, es ist im Lüftungsschacht gewesen. Es ist über mich drüber. Alter. Geh rein. Ripley, beeil dich. Das dauert immer so lange, bis sie in den scheiß Schrank reingeht, ey. Ripley, du bist echt irgendwie ein bisschen... Aber wenn sie dann mal reingeht, dann knallt sie die Türen, als wie, keine Ahnung, als wenn es keinen Morgen gäbe. So nach dem Motto, man könnte ja die scheiß Türen auch mal langsam zumachen, damit es nicht so viel Krach macht, oh Gott. Moinsen. Hans Rüdi, wie er leibt und lebt. Irgendwann, glaube ich, funktioniert das nicht mehr, dass ich so nah bei dem Alien im Schrank sitze. Irgendwann geht das sowas von in die Hose. Aber sowas von. Ja, das ist noch hier. Ach, warum geht das denn auch immer in die Richtung, in die ich auch laufen muss? Das ist doch behindert, echt. Kann das nicht mal in eine andere Richtung verschwinden? Puh, Piep. Wo ist Piep? Wo war denn jetzt der Piep? Hä? Ach so. Ja. Ich würde sagen... Ich weiß gar nicht, wissen das jetzt von der Zeit her? Die Folge ist zu Ende, ne? Scheiße, ist die Folge zu Ende? Okay. Ich kann gerade nicht drüber nachdenken. Ah ja, das ist gut, wenn es da lang geht. Ha! Stopp, 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 stopp. Wir machen jetzt Folgendes. Wir beenden die Folge an dieser Stelle, ja? Und, wenn die nächste Folge losgeht... Das hat jetzt 3 Folgen gedauert. Kann das sein? Dieses kleine Stück Weg, ja, dieses kleine Stück Weg, klein in Anführungsstrichen, hat 3 Folgen gedauert. Okay, wir können uns darauf einstellen, dass das ein 100-Folgen-Let's Play wird, glaube ich. Und wenn ich dann noch ein paar Mal sterbe, dann werden es wahrscheinlich Millionen Folgen. Naja, da habe ich länger Spaß und ihr habt länger Spaß und das Alien hat länger Spaß. Es haben alle mehr Spaß. Das ist doch super. Alle haben Spaß. Das heißt, bis zur nächsten Folge Alien Isolation. Bis dann. Ciao, ciao.